Bevor das Video losgeht, ein paar Informationen. In den letzten Wochen gab es weniger Videos als sonst und es kamen auch zwei Budget Creator Setup Videos hintereinander. Das war so eigentlich nicht geplant. Das liegt daran, dass mein Laptop, auf dem ich alle meine Videos plane und schneide, repariert werden musste. Und das hat deutlich länger gedauert, als ich geplant habe. Und es ist auch noch nicht alles da abgeschlossen, was das betrifft. Also habt bitte Verständnis dafür, wenn es in den nächsten Wochen weiterhin nicht ganz so regelmäßig Videos gibt. Also es liegt wirklich nicht daran, dass ich jetzt keine Lust habe. Ich will auch die Videos produzieren. Und deswegen habe ich mich auch direkt jetzt hier wieder hingesetzt, als mein Laptop die aus der Reparatur zurückgekommen ist. Und nehme direkt jetzt dieses Video auf. Und ich würde sagen, damit legen wir jetzt auch direkt los. Ja, hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Wie ihr im Titel schon lesen konntet, bin ich für ein Foto nachts mit dem Fahrrad gefahren. Was genau dahinter steckt und um welches Foto es sich denn jetzt handelt, das erfahrt ihr jetzt gleich. Schauen wir erstmal, wohin ich gefahren bin, und das könnt ihr hier auf der Karte wunderbar sehen. Und Weinkenner von euch werden die Location sicherlich kennen. Der Rote Hang in Nierstein ist jetzt nicht allzu unbekannt. Und ich habe da neulich meine Fahrradtour hingemacht und dachte mir, ja, es ist doch schön mit den Weinreben da und den Sonnenaufgang kann man da bestimmt super fotografieren. Und gesagt, getan, habe ich das dann tatsächlich gemacht und bin da nicht unbedingt nachts, aber früh morgens, im Dunkeln jedenfalls, dorthin gefahren mit dem Fahrrad durch die Felder hier in Rheinhessen und habe Fotos gemacht und Videos gemacht. Und die schauen wir uns jetzt einfach mal an, bearbeiten ein paar, suchen die schönsten raus, wie ich das auch schon in meinem Instagram-Bilder-Bearbeiten-Tutorial gemacht habe. Also es ist jetzt so wie eine Art zweiter Teil, nicht unbedingt ganz, weil natürlich auch die Story so ein bisschen dazu gehört. Aber ich hoffe, euch gefällt das und wir fangen jetzt einfach mal an. So, links seht ihr jetzt die ganzen Fotos, rechts habe ich schon mein Bildbearbeitungsprogramm geöffnet und ihr seht hier, wo noch gar keine Sonne zu sehen ist, und dann kommt die Sonne immer mehr zum Vorschein und hier blendet es dann schon richtig. Hier ist noch so ein Schiff, hier habe ich mal ein bisschen die Weinblätter von dem Rhein fotografiert und ich würde sagen, wir klicken uns jetzt einfach mal hier durch die Fotos. Ja, wir möchten mit der Fotos-App einmal das öffnen hier so. Und ihr seht, das ist hier noch ziemlich dunkel. Das Foto gefällt mir schon sehr gut, weil hier vorne so alles so ein bisschen sehr dunkel und verschwommen ist. Und nach hinten erkennt man so ein bisschen Konturen und der Himmel. Aber es ist noch ziemlich dunkel. Aber ich würde sagen, wir gucken mal, ob wir da noch mehr Fotos haben. Ja, also so ein bisschen blau, das gefällt mir. Nicht so grünlich. Was würdet ihr sagen? Also das Foto, da sieht man halt kaum Lichter so. Und wenn man jetzt hier so durchgeht, dann sieht man schon ein paar mehr Lichter und auch diesen See hier hinten noch. Gut, den sieht man hier auch, aber lang nicht so deutlich. Oh, hier sind noch Enten. Dazu kommt auch noch ein Video. Aber ich glaube, ich würde einfach mal hier 184 merken wir uns mal. Und dann klicken wir uns einfach mal durch. Ja, das ist alles noch sehr dunkel. Ja, auch sehr blau. Hier ist ein Video. Sieht man die Kamera, wo ich den Zeitraffer gemacht habe. Das Bild ist schon etwas heller, aber ich würde schauen, ob wir da nicht noch ein schöneres finden, wo ein bisschen mehr Blau drin ist, weil ich mag diesen Grünstich nicht so. Ah, das ist schon zu blau hier, deutlich. Oh ja, dieses Bild ist sehr schön. Ich würde aber sagen, hier oben haben wir so einen dunklen Fleck. Ich weiß jetzt nicht, was es ist, ob das von der Kamera ist oder so. Und das Bild ist mir zu wenig von da oben. Also ich würde sagen, hier ist, das ist mehr verschwommen, aber bei dem Verschwommen ist der Horizont ein bisschen gerade, aber ich würde sagen, wir nehmen hier die 200 noch. Ich hole mir gerade mal einen Zettel und schreibe das auf hier. So, Zettel ist da und dann schreibe ich einfach mal auf die 184 und die 200 haben wir bis jetzt. Weil verschwommene Bilder scharf machen ist ein bisschen schwieriger, als einfach das Bild ein bisschen zu drehen und ein bisschen rein zu croppen. Und hier oben ist es sehr schön weiß. Also es würde, wenn man das hier unten so ein bisschen bearbeitet, würde es bestimmt ein richtig schönes Bild geben. Und hier sehen wir dann wieder, ja, das ist gut hier auch schön. Man sieht hier oben das gar nicht mehr, dass da das überhaupt hier ein Unterschied zu dem Hintergrund, weißen Hintergrund in der Fotos-App ist. Und ja, die Bilder, da ist schon etwas heller. Gut, das Bild ist jetzt komplett schlecht geworden. Ja, das hier. Das könnten wir uns mal so raufschreiben, so in Klammern, 2013 ist es. Mal schauen, ob das auch ganz schön ist. Oder 2015. 2015.
Ja, 2015 oder 2013, die sind sehr ähnlich. Da kann ich jetzt auf die Schnelle keinen Gewinner festmachen. Gut, das ist sehr verschwommen und auch sehr weiß hier. Das ist wirklich nicht so schön hier alles. So ganz verschwommen. Gut, da habe ich ein bisschen ausprobiert hier bei den Bildern. Mit bisschen mit Bokeh. Das kommt im Video, wo ich mit den Enten wieder bin. Und da geht die Sonne so langsam auf, wobei ich dieses Bild sehr hässlich finde. Auch ich soll den Stift mal hinlegen, wie man es auch in der Schule immer schon sagt. Dieses Bild finde ich tatsächlich sehr hässlich, weil so grün und rot, das passt irgendwie nicht so gut. Da muss schon noch mehr Blau und Gelb muss da rein. Und das können wir jetzt hier auch gut beobachten. Da oben wird es immer gelber und orangener, aber die Bilder gefallen mir jetzt noch nicht so. Oh, da kann man super sehen. Hier, der Vogel ist hier erst hier und hier erst da. Da habe ich den Vogel tatsächlich fotografiert. Und irgendwie habe ich hier oben so einen kleinen Fleck auf dem Sensor. Das hatte ich ja eben schon bei dem weißen Bild erwähnt. Ich hatte schon mal, da, als ich in Berlin war, hatte ich ganz viele so kleine Flecken auf dem Sensor. Panasonic Support war da aber sehr kulant und hat das Optik komplett getauscht im Garantiezeitraum. War auf jeden Fall super. Nach 1,5 Wochen hatte ich wieder eine voll funktionsfähige Kamera. Gut, über das Bild müssen wir auch nicht reden. Die sind jetzt nicht so schön geeignet, so zu Dokumentationszwecken. Bestimmt ganz interessant, aber sind halt nicht so schön. Hier kommt jetzt langsam wieder so das Gelb hier oben so rein und ein bisschen Blau hier unten. Wenn wir da noch ein Bild finden, was so etwas blauer vielleicht von vornherein schon ist, dann würde ich das einfach mal nehmen. Wenn die Sonne hier einmal zentriert ist, haben wir dann noch ein besseres. Nee, ich würde sagen, die 277 schreiben wir uns auch mal auf. Später zum Bearbeiten. Ja, gut, die sind sehr ähnlich alle. Hier geht es noch ein bisschen runter mit dem Blau. Das finde ich persönlich auch sehr schön, aber die Frage ist, was am Ende dann besser aussieht. Also ich schreibe mal 277, 281. Oder was haben wir hier? 282. Eins von den dreien werde ich mich dann gleich noch für eines der drei Bilder entscheiden. Und wir klicken einfach weiter durch. Natürlich wieder so Detailaufnahmen, die sind jetzt nicht mehr so schön. Oh, das ist noch ein Video, aber so ein Bild. Oh, dezent unscharf. Gut, hier rauscht es sehr, sehr stark. Das ist wirklich nicht so schön. Oh, dieses Bild ist dann wieder schön, weil man oben so blau-weiß hat, dann hier so gelb, schön rot, blau und grün hier unten noch so drin. Das finde ich sehr schön. Wenn wir da noch ein etwas schöneres Bild hätten, wie sieht es mit dem aus? Nee, ich glaube tatsächlich. Ja, das ist ziemlich stark überbelichtet. Haben wir da. Ich gucke mal, ob wir noch eins haben. Ansonsten will ich auf jeden Fall noch eins davon aus. Dieses Bild auch nicht so schlecht, aber es ist halt einfach nicht so geeignet, um es jetzt irgendwie zu posten oder zu verwenden. Genauso wo die Sonne dann schon so richtig scheint. Ich hoffe, wir haben noch ein paar Bilder. Aber es sieht nicht so aus. Gut. Oh ja, da sind ordentlich Flecken auf dem Sensor. Hier, hier, hier. Ach, du liebe Güte. Aber wieso sieht man die hier nicht? Aber ich glaube, ich nehme noch mal dieses Bild hier, da sieht man wirklich gar keine Sensorflecken. Also irgendwie ist das komisch, dass man sie auf dem einen Bild sieht und auf dem anderen nicht. Das ist die 327, die schreibe ich mir auch noch mal auf. Auch relativ schön und da croppe ich dann auch ein bisschen rein, dass die Sonne wirklich hier so in der wenigstens in der Mitte ist. Und ich weiß nicht, wieso sieht man hier jetzt die Flecken so deutlich, aber auf dem anderen helleren Bild gar nicht. Oder ist das nur scheinheller? Mal schauen. Ja, hier sieht man, die sind. Oh, gut, das ist total überbelichtet, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Hier ein kleines Schiff auf dem Rhein, ja. Ja, gut, die sind alle relativ überbelichtet. Ich gehe gleich nochmal zurück, wenn da. Ne, das war's. Dann gehe ich jetzt hier gerade nochmal zurück. Wo haben wir die Bilder hier? Was haben wir hier? 216. Wieso habe ich das? Habe ich 216? Ne, also 13 und 215. Warte, die gucke ich mir gerade mal an.
13, zu 15 habe ich noch ein anderes, was so bis so hell ist, oder habe ich dann nichts? Weil dann würde ich einfach nochmal. Ah ne, die waren alle verschwommen. Ja gut, da kann man nichts machen. 184 habe ich hier das erste Bild. Ja, wo haben wir die hellen Bilder dann nochmal hier zwischendrin? Sind es die hier? Ah ja, genau, hier. Hier auch komischerweise gar keine Flecken. Ich gucke auch nochmal oben in die Ecke. Nee. Ich würde behaupten, wie ich das jetzt hier begutachten kann, dass die 296, die ihr jetzt seht, nicht ganz so scharf ist wie die 297, die ihr jetzt seht. Deswegen würde ich mich einfach nochmal die 297 aufschreiben. Und jetzt haben wir schon, wenn ich jetzt gerade mal hier sortiere, oh, schon 1, 2, 3, 4, 5, 6 Bilder, die wir mal bearbeiten können. Ich würde sagen, die ziehe ich jetzt einfach mal in. So, da haben wir schon 6 Bilder, die wir jetzt bearbeiten können. Und ich würde sagen, die ziehe ich jetzt einfach mal in mein allseits geliebtes Bildbearbeitungsprogramm Affinity Photo rein. Und dann schauen wir mal, wie wir die Bilder noch etwas schöner machen können. So, 104. Na, die Enden wollen wir nicht. 184. So, was brauchen wir noch? 200? Kann ich es jetzt so? Ja, stopp. Mir ist gerade aufgefallen, ich habe ja, wo ich eben nochmal geguckt habe, bei 216, 217, 218, da so Hochformatbild mit Weiß oben, habe ich ja schon die 200 ausgewählt. Die ist nicht verschwommen gewesen. So, dann würde ich sagen, einmal öffnen mit Affinity Photo. Was haben wir noch? Die 213 oder 215? Welche nehmen wir da jetzt? Ich glaube, ich nehme 213, weil die ein bisschen verschwommener ist. Da erkennt man die Häuser nicht so gut. Ich glaube, das gefällt mir besser. Öffnen mit Affinity Photo. Dann haben wir noch die 297 hier. Wo ist sie? Da. Ah, ne, nicht mit Fotos öffnen. Öffnen die Foto. Machst du auf? Ja, magst du. 327 hier. Ihr seht, ich habe immer ganz viele gleiche Motive gemacht. Aber die meisten Bilder sind wirklich einfach schlecht. Aber so ist das halt auch. Gerade wenn man Gegenlicht fotografiert, dann werden viele Bilder nicht gut. Und auch gerade wenn man, wie ich, keinen manuellen Fokus hat, dann kommen natürlich auch viele unscharfe Bilder zustande. So, jetzt haben wir hier die 184, die 200, die 213, 327. Dann sind es jetzt 277. Die haben wir, wo ist sie? 277, 81 oder 82. So, 277 haben wir hier. 1, 2, 3, 4. 81 oder 82. Ich würde sagen, die 282, weil der Himmel ist ja, verändert sich nach oben nicht mehr so stark. Und dann sind die Details hier unten in den Häusern und der Rhein so ein bisschen, finde ich, ein bisschen schöner. Und wie ist es bei der 277? Na, da ist der Rhein kam drauf, also 282, dann streiche ich die anderen, die wir nicht genommen haben, weg und wähle noch die 282 aus. Jawohl, öffnen mit Affinity Photo. Und jetzt haben wir hier unsere ganzen Bilder und ich finde die 184 hier eigentlich schon relativ schön und deswegen werde ich ja auch versuchen, nicht mehr ganz viel zu machen, dieses Verschwommenes und das Wasser unten so verschwommen, das gefällt mir wirklich richtig gut und auch dieser Verlauf hier.
Gut, es rauscht ein bisschen, aber wenn man das jetzt so auf Instagram postet, das wäre so ein schönes Bild, was man auf Instagram posten könnte, dann würde das nicht so auffallen, weil das Bild dann nicht so groß ist, wie ich das hier sehe. Also ihr müsst euch wirklich vorstellen, das Bild ist hier jetzt über 30 cm breit und 30 cm hoch, also so 30 auf 40 cm. Und auf Instagram ist das dann wahrscheinlich 5 mal 5 cm, also wahrscheinlich in etwa so dann, je nachdem, wo ihr das euch anschaut. Und dann sieht man das wirklich nicht mehr, aber da müsste man natürlich auch noch dann gucken, dass das aber trotzdem gut aussieht. Und hier oben haben wir gleich unser erstes Manko, diesen Sensorfleck, den man komischerweise nur auf manchen Bildern sieht. Und ich muss mir hier mal mein Bildbearbeitungsprogramm tatsächlich ein bisschen zurechtziehen, weil der Kameramonitor verdeckt 1 Zentimeter vom Bildschirm rechts. Und das Problem ist aber natürlich, da ist diese Leiste hier in Affinity Photo, deswegen habe ich das jetzt mal so ein bisschen rübergezogen. Und ich würde sagen, was machen wir zuerst? Helligkeit und Kontrast wie immer. Und ich würde sagen, Kontrast sieht hier nicht gut aus, dann sieht man da gar keine Details mehr. Ich würde sagen, rausnehmen ist aber auch nichts und so wird es zu dunkel. Aber das ist so ein richtig schönes OLED-Bild hier, so, aber so extrem soll es dann doch nicht werden. Aber so 15% Kontrast, Helligkeit rausnehmen auf gar keinen Fall. Und dazu, nö, Helligkeit würde ich so lassen, wie sie ist. Also gar nichts Kompliziertes hier. Schattenlichter, glaube ich, dass das hier nichts wird. Weil, guck mal, wenn ihr Schatten dunkel machen, sieht es genauso aus, wie wir es nicht haben wollen. Und die Lichter heller, na, das ist auch nichts. Und dunkler, ne. Ne, Schattenlichteranpassung hier nicht. Weißabgleich, bläulich, na, wird zu blau und gelblich auch nicht. Aber vielleicht können wir ein bisschen das Grüne hier rausfiltern noch so ein bisschen, weil ist, oder? Obwohl. So ist es eigentlich ganz schön, so ein bisschen rosa bläulich dann. Das ist schön so. Und jetzt kümmern wir uns hier noch um den Sensorfleck, auch wenn der draußen wäre, wenn wir das Bild auf Instagram 1:1 hochladen. Aber ich habe es eigentlich ganz gerne, das habe ich jetzt auch schon, wo ich so ein paar Mal so abgeernte Thumbnails von YouTube hochgeladen habe, dass ich das Bild 1:1, wenn man das so im Feed sieht, wenn man da drauf geht, sieht man noch so einen Text an der Seite oder so ein bisschen, was nicht ganz so relevant ist. Ja, irgendwas hat in Affinity Photo leider nicht funktioniert. Ich habe das Bild jetzt aber einfach nochmal neu reingeladen und jetzt sollte es funktionieren. Ihr seht, ich habe mit Alt hier einen Quellpunkt ausgewählt und jetzt seht ihr schon, wenn ich hier drüber gehe, ist der Sensorfleck weg und das machen wir jetzt einfach mal und schwuppdiwupp, oh, noch ein bisschen. So, jetzt ist der Sensorfleck komplett weg und ich würde sagen, das Bild sieht doch wirklich schön so moody, so schön dark aus und ich mache das mal wieder aus, nicht, dass hier noch irgendwas Schlimmes passiert und ich würde sagen, wie ich das immer mache, ich exportiere es jetzt erstmal als JPEG. Es war ja auch ein JPEG, natürlich in voller Qualität. Ist natürlich etwas größer und das, jetzt mache ich das immer so, nicht im Dokumente-Ordner natürlich, sondern ich gehe jetzt in den Ordner, wo ich es auch vorher gespeichert habe und hänge jetzt einfach, wie ich es auch schon in meinem Instagram-Fotos bearbeitend gezeigt habe, einfach eine 2 daran. So ist das Bild wirklich im Ordner, wo es auch das Original drin ist und ich muss dann nicht irgendwas noch suchen oder neue Ordnerstrukturen anlegen. Und ich kann das Bild auch immer einfach finden und dann wieder bearbeiten oder ähnliche Bilder finden und bearbeiten, wenn mir es dann doch nicht so gut gefällt und ich ein ähnliches Bild haben möchte. Und das exportieren wir das jetzt einfach mal und dann speichern wir es noch ganz normal hier. Möchtest du speichern? Ja, du möchtest speichern. So, Bild 1 ist So, das erste Bild von 6 Bildern ist jetzt geschafft und ich würde sagen, wir gehen direkt an Bild Nummer 2. Das machen wir Bild 2, Nummer P 106 0200, ja, komplizierter Name im Endeffekt ist es, merke ich mir aber immer nur die letzten 3 Zahlen, weil ab 1000 Bildern macht er sowieso eine neue P-Ordner da auf der Kamera auf und natürlich backup ich die Bilder natürlich auch mal und lasse nicht jahrelang auf der Speicherkarte, denn Speicherkarten sind auch nicht die zuverlässigsten Speichermedien auf der Welt. Und ich würde sagen, Helligkeit, Kontrast wieder direkt als erstes drauf von, stopp, ich gucke. Ja, Aufnahme läuft. So, Kontrast, bringt das hier was? Ja, so
Oh, da sieht man hier grün, aber das sieht natürlich sehr hässlich aus. Deswegen, aber ich glaube, ja, so ein bisschen rein gehe ich schon und die Helligkeit auf jeden Fall so ein bisschen. Ja, da kann man, also ich will es ja um weiß haben, so. So, sieht schon mal gut aus. Dann noch unsere zweite Anpassung, Schattenlichter. Hier ganz einfach, ich glaube, die Schatten machen wir etwas dunkler, aber auch nicht zu viel dunkler. Und die Lichter auch lassen wir genauso, wie sie sind. Der Weißabgleich. Was machen wir hier? Gelb sieht nicht gut aus. So leicht blau, würde ich sagen, damit das Weiß noch ein bisschen so polarweiß in die Richtung geht. Tönung rosa, naja, da wird das oben zu rosa, deswegen lassen wir das ganz neutral, damit wir da oben hier schönes Weiß haben. Und also ist natürlich kein rein Weiß auch so, aber damit es so weiß bleibt wie möglich. Und auch hier gleiches Spiel, der komische Sensorfleck hier. Einmal mit Alt hier die Quelle auswählen, das ist hier jetzt nicht so schwer. Wählen einfach hier aus und gehen dann. Und ich habe tatsächlich wieder genau das gleiche Problem. Deswegen mache ich jetzt das hier einmal. Gleiches Spiel, speichern unter im gleichen Ordner. Und gehe jetzt einmal hier rein. Wo haben wir 200 da? Hier und öffne das noch einmal neu. Als Affinity-Datei willst du nicht öffnen. Doch willst du öffnen. Weil irgendwie hat er beim Reinladen bei den am Anfang was nicht richtig gemacht. Und ich hoffe aber jetzt geht es. Denn wenn ich jetzt. Okay, nee, es geht nicht. Dann werde ich jetzt alle Bilder einfach nochmal schnell neu reinladen, weil da irgendwas jetzt macht. Das Bild kann ich also löschen. Mach zu. Mach zu. Mach zu. Mach zu. Mach du auch zu. Machst du Explorer etwas größer? Machst du Nummer 200, öffnen mit, öffnen die Foto, 213, wo haben wir sie hier, öffnen mit, öffnen die Foto, 282, wo haben wir die, hier, 282, natürlich öffnen mit, öffnen die Foto, 297 und 300. 27 fehlen noch. Hier ist die 297. Und hier ganz in der Ecke ist die 327. Ich hoffe, dass es jetzt funktioniert. Die 200 ist schon da. Und ich würde sagen, wir fangen direkt mit der 200 an. Jetzt nochmal als erstes direkt den Reparaturpinsel einmal drauf. Hier. So, hier. Ja, schon weg. Und dann gehen wir direkt wieder in unseren normalen Bearbeitungsmodus. Hatten wir eben schon mal alles gemacht. Der Kontrast so ein bisschen nach oben. Nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig. Und die Helligkeit einfach genau gleich lassen, weil sonst ist das Weiß nicht mehr. Obwohl so ein bisschen geht. Kann man dann noch runtergehen? Ich weiß gerade gar nicht, ob ich das eben auch gemacht habe. So, die Schatten etwas dunkler noch machen, aber nicht zu viel. Und die Lichter genauso lassen. Und beim Weißabgleich etwas bläulich. Aber na, da haben wir hier oben. So haben wir so ein bisschen Blau da drin. Und ich würde sagen, das können wir auch. Finde ich richtig schön, so schwarz-weiß und so ein bisschen Farbe im Kontrast auf jeden Fall sehr schön. Gerade als Anfänger kann man sich da wirklich super ausprobieren. Ich würde mich jetzt nicht unbedingt als blutigen Anfänger bezeichnen, aber definitiv auch nicht als Profi. Ich bin irgendwo dazwischen. Also ich kann schon fotografieren, aber natürlich kein Profi. Ich habe auch beim Fotografieren noch kein Profi-Equipment. Also wollen wir mal sagen, mit so einer kleinen Kompaktkamera, die nicht mal manuellen Fokus hat und ist es schon nicht immer ganz so einfach. Aber gleiches Spiel jetzt auch hier. Bild einmal exportieren. 106, ja. Und natürlich unsere Altplan 2 dahinter. Und einmal speichern unter.
Ja, 184 ist schon da. Wunderbar, Dokument gespeichert und exportiert. Dann sind wir bei der 213, da müssen wir tatsächlich einiges machen. SensorFlex sehe ich hier oben so ein bisschen und den machen wir auch natürlich auch zuerst hier weg. Ein bisschen auswählen. Schon weg. Das ging aber mal super easy, wie man es auch erwartet. Wie gesagt, eben hat einfach irgendwas nicht funktioniert, aber die Bilder nochmal reinrennen, ist ja jetzt nicht so schlimm. Oh, ich glaube, mit dem Kontrast können wir richtig was Gutes machen, weil so sieht das wirklich richtig gut aus. Und wenn wir jetzt noch ein bisschen die Helligkeit, so ein ganz bisschen die Helligkeit zu raus. Na, die Helligkeit wird schwierig, weil man soll die Sachen hier oben schon noch sehen, aber wir müssen die Farbe intensiver machen. Schatten nicht unbedingt viel dunkler machen, so ein bisschen, und die Lichter definitiv auch nicht heller machen, so lassen, wie sie sind. Der Weißabgleich kommt hier rein und ich würde sagen, hier müssen wir so ein bisschen bläulich machen, aber dann gleich ja noch die Farben richtig intensiv machen und so ein bisschen, oh, das Rosa, das sieht richtig schön aus, auch so ein reines Rosa. Und jetzt müssen wir noch irgendwo, wenn ich das finde, das sind meine drei Standard-Bearbeitungswerkzeuge und vielleicht nochmal Flecken entfernen, wenn ich Bilder für Instagram jetzt so bearbeite, dass ich da fast nichts mehr anderes nutze und deswegen vielleicht bei Leuchtkraft. Das macht was, aber gut, das ist ja protestlich jetzt, aber das ist, naja, ziemlich blau halt. Transformer, nur dass es eher grün ist. Aber ich finde, da kann man schon so ordentlich machen. Ich meine jetzt immer 76%. So. Farbbalance, hier haben wir es. Farbbalance, das will ich haben. Wir wollen. Na, da. Nee. Ich will es doch nicht haben, das war doch nicht das. Hier, irgendwo gibt es das doch hier. Oh nee, ich will rot gar nicht. Das ist auch falsch hier. Bei Leuchtkraft, nee, das ist auch falsch so. Wo ist es denn? Na, hatten wir doch eben schon. Oh, ich bin so dumm. Halleluja, selektive Farbkorrektur wird jetzt gemacht. So, rot. Das macht ja wenig. Und wenn ich jetzt hier mal die Gelbtöne gehe und dann hier, wenn ich, okay, ne, das macht gar nichts, also. Ah ja, das ist ja interessant. Das Bild kann auch so aussehen oder so. Das ist interessant. Ich glaube aber, wo ist denn jetzt das, was ich machen will? Umfärben ist das? Ist das nicht, nee. Und Ton. Wertkorrektur ist es auch nichts mehr. Saltproof? Pretoning? Nein. Objektiv? Ich fühle mich hier jetzt richtig blöd, weil die Aufnahme läuft schon wieder so lange. Ich habe eben so lange darum gemacht, dass das funktioniert mit dem Ding. Mit dem, wie heißt das? Genau, mit dem Flecken entfernen. Und jetzt finde ich es nicht. Kanalmixer. Es ist das. Ich würde sagen, wir haben es gefunden. Wenn ich jetzt alle Farben da. Bei Rot reinziehe. Und das gleich auch nochmal bei Grün mache.
Und dementsprechend natürlich nochmal bei Blau. Dann haben wir Schwarz-Weiß-Bild. Das ist ja interessant. Löschen auf jeden Fall. So, dann machen wir es doch mit Leuchtkraft. Irgendwie dachte ich, es gibt da einen Regler. Und ich glaube, den gibt es auch. Hier. Machen wir die Leuchtkraft noch ein bisschen hier. Hat das jetzt was gebracht? Warte, wir machen hier nochmal die oberste Anpassung Leuchtkraft. Okay, die Anpassung haben wir gar nicht gemacht. Und die schon. So ein bisschen. Die definitiv. Und ja, doch, 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 das sieht jetzt ganz gut aus. Irgendwie fehlt mir diese Anpassung hier. Entweder ich bin blöd oder die gibt es nicht. So eine Farbsättigung, eine Sättigung nach Farbe, weil ich will ja kein Nude. Und die Farbbalance ist es ja eigentlich auch nicht, weil ich will die Sättigung aber für die einzelnen Farbtöne das machen. Damit ich das Rot noch ein bisschen mehr raus hätte hier. Was ist Ocid? Okay, nee, das ist falsch. Aber man muss auch mal mit dem leben, was man hat. Deswegen würde ich sagen, speichern wir das einmal hier gerade und tun einen Export machen. Hier natürlich wie immer. Exportiert, super. Ja, diese Meldung kommt immer, ist aber nicht relevant. So, jetzt hier. Endlich mal wieder das machen. Hier, ich sehe keinen Fleck, auch wenn es das gleiche Seitenverhältnis ist und definitiv sehr hell ist. Aber wir sehen trotzdem Flecken und zwar hier unten von der Sonne, also sind natürlich wegen dem Gegenlicht. Und jetzt versuchen wir einfach mal hier so ein bisschen uns. Oh ne, das war ja mal natürlich ein total gegriffenes Klo. Halt hier, so. Oh, ne. Oh ja, obwohl. Sieht das eigentlich so gut aus? Wenn ich jetzt hier so drauf gehe. Okay, das sieht nicht gut aus. Ne, ich will, aber hier unten, das sieht nicht gut aus. Definitiv nicht. Aber ich würde sagen, wir nehmen uns einfach mal hier einen Malpinsel und. Jawohl. Gut, natürlich jetzt. Aber das wird funktionieren. So, dann mache ich das nochmal weg und gehe mal hier auf die Pipette und wähle einmal hier diese Farbe aus. Hast du jetzt ausgewählt? Ja, wählt er aus. So. Und dann gehen wir mal wieder auf den Malpinsel. Farbe. Ist es jetzt das hier schon? Oder haben wir jetzt wieder unser. Nee, okay, das ist es nicht. Aber hier, das ist jetzt unser Grau. Und ich zoome jetzt hier mal ein bisschen näher ran, dass ihr das sehen könnt, wie ich hier ein bisschen drüber male. Hier sieht man gar keinen Verlauf und hier drüben nur so ganz bisschen wirklich, weil es da dann wirklich doch etwas schwarzer ist. Und wir haben hier, ja. Sieht deutlich besser aus, so. Obwohl, ne. Ich finde, na, dann lassen wir es halt so und machen unsere übrigen Korrekturen, weil es sieht doch nicht so aus, wie ich mir es dachte. Ja, es ist dann ein bisschen zu aufwendig und es wäre dann wieder für so ein eigenes Video. Und ihr seht hier Kontrast auf gar keinen Fall wirklich hoch machen. Höchstens so ein kleines bisschen, also 33% ist nicht wenig, aber ist auch wirklich nicht viel. Und bei der Helligkeit, na, die lassen wir so, ja. Schattenlichter, wie immer, die Schatten so ein ganz bisschen dunkel, aber so, dass man die Details noch so ein bisschen sieht. Und Helligkeit.
dass man das Blau noch so ein bisschen da rauszieht, würde ich jetzt einfach so lassen. Und jetzt in Weißabgleich, oh ja, schön so ein bisschen ins Blau ziehen und ins Rosa. Oh ja, das ist. Ich mag das so, wenn es so kunterbunt ist, ne? Also, vielleicht nicht ganz so rosa. Ja, so ist es doch schön. Ja, schön. Einmal bitte exporten. Jawohl. Exportiert. Und einmal speichern, dass wir es auch nochmal danach öffnen können. Jawohl. Jetzt sind wir bei Bild Nummer 5 tatsächlich schon angekommen. Und ich würde sagen, hier sehen wir auch keinen Sensorfleck. Und deswegen würde ich sagen, Helligkeit, Kontrast, let's go. Und Kontrast rausnehmen ist hier tatsächlich gar nicht so eine schlechte Idee. Und dafür aber auch Helligkeit so ein bisschen hoch, damit wir da genau das, was wir jetzt schlecht gemacht haben, ausgehen können. Wenn wir Schatten. Okay, ne, das bringt nichts, weil die Bäume sind dann zu hell. Dann machen wir das hier nochmal weg. Und Helligkeit und was. Hat er es jetzt weggemacht? Ah, ne, wir sind jetzt in Helligkeit. Kontrast natürlich auch gut. Dass wir den Kontrast dann. So, nee, bestimmt nicht. So ein bisschen, aber ich würde das Grüne gerne noch so ein bisschen sehen. Also so. Aber Kontrast können wir dann echt nicht mehr höher machen. Aber die Farbbalance im Weißabgleich. Schön blau. Ja, das ist doch schön. Ich habe eben gerade noch das eine Bild exportiert und gespeichert und jetzt sind wir auch schon beim letzten Bild angekommen. Was heißt auch schon, das ist wahrscheinlich das längste Video auf diesem Kanal jemals, wo wir insgesamt 6 Bilder bearbeiten. Und dann würde ich sagen, fangen wir hier einfach direkt wieder ganz klassisch an. Helligkeit, Kontrast. Ich glaube, ihr seht, wenn ich mit dem Kontrast hier so gehe, dann wird es einfach viel zu dunkel und man sieht wirklich gar nichts mehr. Ich glaube, so hat man die meisten Details, wenn man den Kontrast so null lässt, auf null lässt und die Helligkeit. Oh, also das habe ich auch selten, dass ich alles auf null lasse da bei Helligkeit und Kontrast. Also Helligkeit und Kontrast ist eigentlich so das, was ich wirklich immer nehme. Aber eben doch nicht immer, wie es sich jetzt zeigt. So Schatten, Lichter. Schauen wir, die Schatten etwas dunkler machen, ja, aber nicht viel. Und die Lichter so ein bisschen heller machen. Das sieht doch ganz gut aus. Und jetzt wäre den Weißabgleich. Da finde ich ja so blau-rot so schön bei diesen Bildern. Oh ja. Oh ja, schön hier so. Ja, das sieht doch wunderbar aus. Hier oben schön weiß. Dann das Gelb kommt natürlich jetzt nicht mehr ganz rüber, aber ist hier auch noch drin mit Orange und hier dann so Rot und Rosa und Lila und Blau. Das ist echt schön geworden. Mal schauen, ob ich hier unten das vielleicht dann doch wegschneide, weil es dann doch nicht so gut aussieht auf Instagram. Würde ich das dann sowieso als 1 zu 1 hochladen, weil wenn man die Mitte hier hat, dann ist die Sonne so abgeschnitten und so. Das ist dann nicht so schön. Aber auf jeden Fall, das ging ja jetzt wirklich wunderbar schnell. Ich gucke hier auch nochmal gerade. Nee, ich sehe keinen Sensorfleck. Und dann würde ich sagen, sind wir mit dem Arbeiten auch schon eigentlich fertig. Ich speichere das hier gerade noch einmal. Ja, und exportieren natürlich wie immer. Und damit sind wir tatsächlich hier mit dem Bearbeiten der Bilder fertig. Ja, damit sind wir tatsächlich schon mit dem Bilderbearbeiten fertig. Was heißt schon, es hat ja doch jetzt ganz schön lange gedauert. Und da ich leider auf dem Computer noch nicht Windows 11 habe, kann ich es euch nicht in der neuen Fotos-App zeigen. Deswegen blende ich euch die beiden Bilder jetzt hier mal ein. Was ist denn der Unterschied zwischen dem linken und dem rechten Bild? Schreibt es mir unbedingt unten in die Kommentare. Und die Auflösung gibt es nicht, wie in meinem Skript noch steht, in 2 Wochen. Denn das Video kommt ja eine Woche später als geplant, also gibt es die Auflösung schon nächste Woche. Da am Mittwoch kommt nämlich
der weitere Teil der Budget Creator Setup Reihe, der eigentlich sonst heute am Samstag gekommen wäre. Also irgendwie verschiebt sich alles ein bisschen. Aber wenn ihr das nicht verpassen wollt, abonniert auf jeden Fall diesen Kanal und aktiviert die Glocke, denn dann bekommt ihr wirklich immer Benachrichtigungen, wenn ein neues Video meiner Widrigkeit hier hochgeladen wird. Wenn euch die Budget Creator Setup Reihe interessiert, dann schaut da mal gerne rein. Oder wenn euch meine Kameras interessieren, die ich nutze und genutzt habe, unten drunter. Abonnieren, Glocke aktivieren, natürlich nicht vergessen. Wir sehen uns am Mittwoch wieder. Wie gesagt, bis zum nächsten Mal. Ciao.